Hallo, werte Zuseher von CryptoTV. Was es damit auf sich hat, dazu komme ich gleich. Den Bock jetzt erst einmal in mein Tasche, den 100er. Was mir anliegen ist, ist hier dieser Erlagschein. Und bei diesem Erlagschein, da habe ich auch 100 Euro angegeben. Und den werde ich jetzt einer wunderbaren Frau spenden, die in Salzburg in Not geraten ist. Dazu habe ich noch so 400 Euro auf dem Konto und werde jetzt diesen Zahlschein mit Überweisung mit Zahlschein machen, sodass ihr es auch seht. Dazu gebe ich jetzt, wie geht der, wenn ich hier muss. Genau, da muss ich bei den Automaten jetzt das abtrennen. So. Betrag in 100 und weiter. So, da habt ihr ja zum Beispiel, hey, was sind das für Kommen? Achso, ja, okay. Summitdaten bestätigen und da seht ihr, da ist der Bestätigungsdruck jetzt von dem Zahlschein und jetzt werde ich euch gleich erzählen, um was es hier mit diesen 100 Euro auf den Zahlschein auf sich hat. Dazu schauen wir jetzt aber aus der Bank als erstes einmal raus. Okay, dann, bis gleich. Letzte Woche wurde Janine bei der Eröffnungsfeier der Festspiele in Salzburg in das Gefängnis der Polizeianhaltestelle in der Alpenstraße inhaftiert. Leider ist mir das erst am Ende dieses Tages aufgefallen und konnte ihr dabei nicht aktuell medial zur Seite stehen. Und dies, so hoffe ich, kann ich für Sie jetzt nachholen. Ein Grundabbild, das ich von unserer Janine machen konnte, ist, dass sie eine Frau ist, die sich für das Wohl aller 9 Millionen Österreicher beinahe beispiellos als einzige so eingesetzt hatte, wie man sich's nur wünschen könnte. Wobei gerade sie eine Frau ist, die es wohl im Vergleich zu uns allen anderen erheblich schwerer hatte, um in unserer Gesellschaft Fuß fassen zu können. Dies ist eine recht umfangreiche Causa mit unserer Janine, sodass ich mal ein paar Monate zurückgehen muss, bevor die Corona-Politik uns alle das Leben schwer bis unmöglich gemacht hatten. Janine, eine österreichische Staatsbürgerin, war in dieser Zeit schon eine obdachlose Frau, die wegen harten Schicksalsschlägen zur Armut gekommen ist. Solche Menschen wie Janine sind in etwa diese Menschen für uns, die in unserer Gesellschaft ausgeschlossen sind. Also dabei dann nicht nur verarmt sind, sondern auch sehr stark vereinsamen und dabei auch krank werden, wie auch unsere Janine. Da sie also eben keine zwischenmenschlichen Beziehungen nachgehen konnte, legte sie sich zu dieser Zeit, eben vor dieser Corona-Pandemie, einen Hund zu, den sie auch heute noch hat. Was für mich mehr als verständlich ist. Und so musste sie nun für zwei ihr Essen erbetteln. Und was zwar ihr Leben sicher nicht einfacher machte, aber dafür lebenswerter in dieser Einsamkeit. Als Obdachloser hat man verständlicherweise dann auch keinen Draht mehr zu Gesetzeslagen, die uns andere Menschen angehen, die noch voll in ihrem Leben stehen. Ich meine es damit nicht, dass man dann gesetzeswidrig wird, sondern eben gewisse Punkte nicht in Acht im Kopf hat, wie eben gewisse steuerliche Lagen. Was geht einen Obdachlosen denn zum Beispiel die Steuer dann noch groß an? In diesem Falle eine Hundesteuer. So kam es,
dass die Polizei sie dann auch dafür angezeigt hatte und mit einer Geldstrafe von beinahe 4.000 Euro belegten. Vielleicht sind es ein bisschen weniger oder mehr, aber es kommt so ungefähr darauf hin. Man beachte, dass dieses Urteil an einer obdachlosen, also mittellosen Frau angehängt hatten. Milde vor Recht interessierte den damaligen Richter wohl nicht. Ab dem Tag der Verwaltungsstrafe, die man eben ihr auferlegte, zahlte sie dann von ohnehin schon dürftig erbetteltem Geld brav bis heute immer regelmäßig die Hundesteuer. Zu Anfangs dachte ich mir, dass sie wegen Nichttragens einer Maske diese Verwaltungsstrafe abbüßen muss. Das war aber falsch gedacht von mir, da ich mir dies so vorgestellt hatte in Bezug dessen, dass sie eine der wenigen war und ist, die auf jeder Kundgebung, Demo und Friedensaktion dabei war. Im Gegensatz zu den meisten anderen. Ja, meistens sind es immer die sozial Schwächeren, die sich für das Wohl der Mitmenschen einsetzen. Dies beobachte ich als Resümee der letzten 3 Jahre. Denn heute noch sind fast nur Mittellose oder Pensionisten an den aktuellen Demonstrationen am Start. Der Rest hat schon lange aufgegeben. Und somit möchte ich euch nahelegen, dass ihr es ihr zu verdanken habt, dass ihr nicht zwangsgeimpft wurdet. Es ihr zu verdanken habt, nicht euren Job zu dieser Impfnötigung verloren zu haben hattet. Und halte euch nun dazu an, ihr diesen Dienst zurückzugeben. Also, zurück zur Hundesteuer. Die Frage, wie gerechtfertigt so eine Steuer ist, will ich nicht vollends aufreißen. Wie zum Beispiel, warum zahlt man keine Katzen- oder Goldfischsteuer? Oder noch besser im moralischen Sinne hinterfragt, warum müssen Obdachlose eine Hundesteuer zahlen? Ja genau, ihr sagt es, Vorschrift ist Vorschrift. Egal, ob dabei auch sozial Schwächere darunter zu leiden haben. Heute sind noch in etwa 2.500 Euro offen. Einen Teil der Verwaltungsstrafe hat sie eben nun schon vor ein paar Monaten im Gefängnis abgesessen, musste dann aber wegen Haftuntauglichkeit aus gesundheitlichen Gründen entlassen werden. Die anhand ihrer Lebenserfahrung ihren Tribut gezahlt hatte, also sozusagen durch ihre Obdachlosigkeit und ihren schweren Leben in Mitleidenschaft geraten ist gesundheitlich. Obwohl am Tag bei der Festspieleröffnung im Polizeiregister stehen müsste, dass sie wegen Haftuntauglichkeit auf freiem Fuß sein darf, wurde sie dennoch eingesperrt. Janine ist eine Frau, die nie gewalttätig wurde auf den Demos oder der Polizei gegenüber, nie vorlaut oder frech wurde. Das sollte man auch noch erwähnen. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich diesen Erlagschein mit 100 Euro auf dieses Konto überwiesen hatte. Und weil sie eben auch für uns alle da war, wenn wir in Not waren. Sie war sogar immer für mich da, wenn ich in Not war. Auch ich wurde schon 2-mal inhaftiert, weil ich die Corona-Maßregelungen verweigert hatte. Sie hatte mitgeholfen, Spenden für meine Freilassung zu sammeln. Und war auch am Tag meiner Entlassung vor den Toren des Gefängnisses für mich da. Dieses Konto hat Gerd Böttler gegründet, um für die restlichen Geldleistungen für Jamin aufkommen zu können. Also dieses Spendenkonto eröffnet. Wichtig bei dieser Kontonummer ist, dass ihr als Kennwort Janin mit angebt. Gerd Böttler von Wir sind Salzburg ist für meinen Verständnis her der einzige echte, ehrliche, engagierte Mann in der Politik, der sich wirklich für ein besseres Leben in Österreich eingesetzt hatte. Aber die meisten dachten leider, dass sie lieber als Alternative die Kommunisten wählen wollten. Aber das hier ist eine andere Sache und sollte auch hier nicht Gegenstand des Themas sein. Ich habe sie nur wegen dem Konto jetzt nochmal kurz angerissen. Und so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Konto zu 100% seriös ist, da dieses Konto auch mit einem
anderen Kennwort für meine Freilassung genutzt wurde und wie man sehen kann, auch geholfen hatte. So, und nun zu meinem Resümee zu dem allen. Doch zuvor will ich noch zu Jens zu sprechen kommen. Das ist der Lebensgefährte von Janine, den ich heute auf der Salzburger Demonstration zu Janines Causa befragen konnte. Jens, eigentlich ein deutscher Staatsbürger, hat kurz nach der verhängten Verwaltungsstrafe eben wegen der Hundesteuer Janine kennengelernt, eben noch vor der Corona-Zeit. Er, damals selbst obdachlos, lernten sie sich zu lieben und zu schätzen. Für Jens als Mann eben, der es ebenso schwer hatte wie Janine, war dies ein Grund zu versuchen, wieder das Leben etwas besser in den Griff zu bekommen und hatte sich dazu engagiert, mit ihr eine finanzierbare Wohnung zu erleisten. Dass aber als Obdachloser fast unmöglich ist, konnten beide nun vor nicht ganz einem Jahr eine Bleibe finden. Doch die Justiz droht nun auch Jens mit einer Abschiebung nach Deutschland zurück. Stellt euch das mal vor, in welcher Zwickmühle dies den beiden wieder bringen wird. Wird Janine es möglich sein, mit ihm gehen zu können, falls er doch abgeschoben wird? Sicher ist es ja noch nicht. Bedeutet so oder so wieder zurück in die Obdachlosigkeit. Jens ist ebenfalls ein braver, gutherziger Mann. Das kann ich anhand der vielen Erfahrungen mit ihm unterstreichen. Daher erinnert euch zurück zum Anfang dieses Videos. Da habe ich ja nicht nur einen Erlagschein mit 100 Euro abgegeben, sondern auch zuvor noch 100 Euro abgehoben. Das sind meine letzten ersparten 100. Und diese werde ich am kommenden Sonntag noch Jens überreichen. Dies soll ein Geld sein, damit er und Janine sich etwas zum Essen leisten können. Ich würde sogar vorschlagen, dass dabei auch ein Prosecco drinnen sein sollte, den Jens dann am Tag von Janines Entlassung zur Feier des Tages genießen können. Um eben auch mal etwas Lebensfreude erleben zu dürfen, als nur Existenzängste durchstehen zu müssen. Also, diesen zweiten 100 Euro sollen zur freien Verfügung stehen. Dieser beiden stehen. Im Grunde habe ich es zwar auch nicht gerade dicke mit den Finanzen, bin zwar nicht arbeitslos, so wie manche in meinen Kommentarzeilen auf YouTube regelmäßig behaupten wollen, aber dennoch reicht mein Geld am Monatsende auch nicht aus. Wollte versuchen, jeden Monat etwas Geld zurückzulegen, damit ich mir wieder bessere Kameras, Mikros und anderes Zeug wieder leisten kann, um wieder mein Mediengeschäft so weiterführen zu können, wie es vor der Pandemie war. Aber muss nun eben einsehen, dass ich dieses Geld, das dafür notwendig wäre, nie zustande kommen wird. CryptoTV wird es daher bald nicht mehr mit neuen Videoproduktionen geben. Ein paar wenige Folgen mache ich noch fertig, so als Abschluss für meine Mediathek. Aber muss es eben einsehen, dass ich als Medienbetreiber keinen Fuß mehr fassen kann und gehe daher nur noch meinen regulären Arbeit als Tischler nach. Gesundheitlich muss ich mir da aber auch bald etwas anderes suchen als diese Tischlertätigkeit, die ich jetzt gerade mache. Da ich selbst schon einige Monate aus gesundheitlichen Gründen eine Therapie machen muss und die Arbeit als Tischler mit meinem Krankheitsbild unvereinbar ist. Ich kann auch verstehen, wenn ihr nun denkt, der Typ da von CryptoTV nur noch für andere um Geldspenden aufruft, manchmal auch für sich um Hilfe bittet, den Kanal wieder aufzubauen. Aber eben die Geldspenden, wie auch bei der Causa von Darian und so weiter. Und euch das etwas ungehalten macht. Sehr verständlich. Aber bedenkt, dass ich niemanden etwas abzwingen will, dass er sie es nicht ableisten können. Die Teuerungen betreffen nun schon uns alle. Wir alle ziehen unseren Gürtel schon enger an. Sieh Gaspreise, Strom, andere Nebenkosten bis zu den Lebensmitteln.
dabei Urlaubsverzicht euch plagt. Ich will daher keinen anprangern, wenn ihr nun sagt, dass es mit den Spenden für andere ein persönliches Ende hat. Ich habe mich aber nun dennoch dazu entschlossen, 200 Euro zu geben. Werde dafür in diesem Monat auf leckere Getränke, Schokolade und so weiter verzichten. Mal nur Wasser trinken und nur das Nötigste essen. Denn Janine hat es noch viel schwerer in diesem Gefängnis in der Alpenstraße. Und da kann ich dann auch gerne auf etwas relativen Luxus verzichten. Ich bedanke mich nun für eure Aufmerksamkeit und möchte mit den letzten Worten abschließen, die uns Elvis in einem der letzten Videos über die Causa Darian gesagt hatte. Auch wenn bestimmte Gerichtsurteile nicht abzuwenden sind, sollten wir uns dementsprechend zusammentun und dem Staat zeigen, dass wir uns mit Gerichtsurteilen, die auch anders ausgesprochen werden hätten können, nicht so abfinden und somit diese Strafen für die anderen zahlen, damit der Staat, wenn er in bestimmten Bereichen Unrecht tut, wir ihm zeigen, dass wir zusammenhalten und somit unseren Aktivismus stärken. Ich denke, dass ich diesen Gedanken von Elvis sinngemäß als würdigen Abschluss dieses Filmes einbringen kann. Und somit gehabt euch wohl, meine lieben Schwurbler-Freunde und Bekannten, aber auch Andersgerannten.